Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Klingenbach. Heute bereits schon die zweite für den Klingenbach Samstag. Bin gerade auf der Suche nach dem Lebensmittelverkauf, weil wir da unsere Paletten loswerden, habe ich gehört. Salko-Produktion? Nee. Wo ist der Lebensmittelverkauf? Landhandel, Zuckerrüben, Wasserentnahme, Gewächshäuser, Zuckerfabrik, auch zweimal Zuckerfabrik, okay. Getreidemühle, Milchverkauf, Molkerei, Fleischveredelung, Bärenverkauf, Bäckerei, Getreidehandel, Kartoffelverkauf, Palettenverkauf, vielleicht ist es das hier. Wir fahren, warte mal, besuchen. Was wird denn hier angenommen? Bretterpaletten haben wir nicht, wir haben Europaletten. Leerpaletten, guck mal, da oben haben wir sie. Das heißt, wir müssen hier hin. Okay, kein Problem. Machen wir. Werden wir natürlich gleich mit einem Kurs kombinieren. Die Frage ist nur, fahren wir links, fahren wir rechts? Wir fahren... Da geht eine Straße durch, glaube ich. Wir fahren jetzt erstmal links. Oh mein Gott. Alter Verwalter. Wehe, du knallst mir hinten rein. Der Anhänger ist neu, den habe ich mir heute früh gekauft. Ich sagte das. So, ich hoffe, ihr habt eure Tipps abgegeben im heutigen Morgen-Video. Wie viel uns das jetzt bringt. Ich habe mal so ganz kurz gelesen, 400. Ich weiß noch nicht, auf was die Zahl 400 fixiert ist. Ist das, auf das Stück fixiert oder pro 1000 Liter? Pro 1000 Liter wäre das echt wenig Geld. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ne? Da wäre das wirklich, wirklich wenig Geld. Aber wir schauen einfach mal. Ich möchte jetzt nicht irgendwie jetzt voreilig irgendwas sagen, aber wir gucken einfach mal. So, hier haben wir die Bäckerei, hier haben wir den Händler, hier, das kennen wir schon alles. Da müssen wir jetzt rechts fahren, richtig? Richtig. Blinken. Hat er gemacht. War schon rechts, ne? Jetzt bin ich verwirrt. Ne, da hinten war es gewesen. Ihr müsst links fahren. Warum sagt ihr mir denn nichts? Viele stehen jetzt vor dem PC und sagen, ich hab dir das gesagt, du hörst mich nur nicht. Weißt du? Also wenn du nochmal anhubst, ne? Dann steige ich aus und zeige dir immer meine Hupe. Aber dann müsst ihr ja nicht sitzen bleiben und nicht aussteigen, ne? Egal. Ist doch gut, Hans-Dieter. Halt doch mal die Backen. So. Nichts passiert. Der Anhänger steht wunderbar gerade da. Löschen, löschen, löschen. Weiter. So. Okay. Okay. Wir fahren nach links. Da vorne wäre einfach gewesen. Ah, egal. Wir fahren hier rein. Nobody cares. So, jetzt fahren wir hier eine kleine Schleife. Weil wir was können. Und dann fahren wir einfach hier rein. So. Und ganz wichtig, an der Waage stehen bleiben. Deswegen fährt der Werner gerade drüber. Speichern. Palettenwerk. Zum... Palettenverkauf. Das heißt genau. Okay. Bin ja gespannt, ob das was gibt, ne? Wie können wir den abladen? Achso, wir können so abladen. Wir können so abladen. Oh, wir können rückwärts. Oh. Okay. So. Ich hoffe, der Trigger ist groß genug. Aber ich fahre jetzt einfach mal hier rein. Und hoffe mal, dass das reicht. Wir gucken mal aufs Geld, weil ich weiß wirklich nicht, was es gibt, ne? Achso, es dauert ein bisschen. Palette für Palette, oder wie ist es? Mal, jetzt können wir es eh nicht mehr ändern, ne? Dann fahren wir mal zurück. Und gucken einfach mal, ob sich das auszahlt, weißt du? So. Gut, 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 gut. Lass uns einfach mal laufen, weißt du? Einfach mal laufen lassen. Okay, dann fahren wir mal zum Hof oder wie machen wir es? Ich glaube, wir fahren erstmal zum Hof und laden erstmal unseren schicken Anhänger ab. Ich finde den gut, den Anhänger. Doch, muss ich sagen. Finde ich. Gottes Willen. Finde ich doch gut, ja. Tanken müssen wir nicht. Ja, tanken müssen wir nicht auch. Warte. Können wir noch ein bisschen tanken? So. Tanken, während der Motor läuft. Easy. Wir tanken, das Geld geht nicht runter. Das ist cool, weil so viel reinkommt gerade, ne?
Ich hoffe, wir bekommen eine Anzeige, wie viel das dann gewesen ist. Weil der Anhänger war ja jetzt nicht mal... Also halb voll war der Anhänger, das ist richtig. Aber viel mehr waren es jetzt aber auch nicht. Ne? Also das wäre jetzt übertrieben, wenn man sagt, das war jetzt so viel. Das wäre jetzt... Das entspricht nicht der Wahrheit. 418 Euro hat das gekostet. Billig ist anders, aber gut. So, was hast du für ein Problem? Boah, was ist denn da das? Ist das der Düngerstreuer da vorne, der so zicken macht? Oder? Ich habe dieses More Realistic übrigens rausgenommen, ne? Nur für die ganzen Leute, die es nicht wissen. Das habe ich jetzt erstmal rausgenommen. Wir lassen jetzt mal ganz fix den Düngerstreuer hier stehen. Ich möchte nur testen, ob das daran liegt, weißt du? Vorstellen könnte ich es mir, aber genau wissen tue ich es halt auch nicht. Hier liegt auch noch Stroh, ne? Hier liegt überall Stroh rum. Können wir Stroh irgendwie zu Geld machen hier? Ich glaube nicht. Weil was kann man mit Stroh machen? Nix eigentlich. Glaube nicht. Ne, glaube nichts. Machen wir weiter. Jo. So, genau. Die Geschichte hier können wir weitermachen. Und zwar können wir den Dinkel... Ah, ich muss das gleich wieder ausschalten. Ja, hat funktioniert. Okay. Den Dinkel können wir dann, warum geht das nicht zu? Ah, jetzt geht's zu. So, jetzt stellen wir erstmal in die Halle rein, ne? Erstmal das machen. So. Okay, da kommt es auch wunderbar rum hier, das passt. Wir bekommen immer noch Geld, ne? So, oh, haben wir hier Platz hier drin? Puh. Easy. Mutti. Warum? Da ist doch gar nichts, wo wir irgendwie rankommen. So. Passt. Du. Du fährst mit erstmal hoch zur Bäckerei. Ich hoffe, du schaffst das, ne? Aber zum Händler, so kann man sagen. Zum Händler. Hofhändler, weil die Bäckerei ist ja genau gegenüber des Händlers, weißt du? Können wir eigentlich den Deckel wieder zumachen an der Seite? Dann passt das auch. Okay, dann kannst du erstmal losfahren, Herr Kollege. Dann nehme ich mir... Was ist denn? Da ist doch noch genug Platz, Kinders. So. Okay. Achso, der Motor ist aus. Da denke ich mir so, hä, warum fährt das Ding nicht? Aber der Motor ist aus. Okay, dann werden wir jetzt... Wo stellen wir den hin? Gut, er fährt schon mal los. Sehr, sehr gut. Bin ich nicht überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich gerne was anderes. Das gefällt mir nicht so gut. Weil wir könnten ja, wenn wir den Trailer haben, ne? Könnten wir ja auch Ballen machen, tatsächlich, ne? Weil mit dem URL würde ich schon sagen, ja. Weil wir haben sehr viel zu tun, deswegen war ich jetzt eben ein bisschen abgeneigt davon. Aber mit dem Hänger, ja, 21.000. Sind da alle weg oder steht da noch was rum? 21.000 ist schon eine Ansage, ne? Ne, ist alles weg, okay. 21.000, das geht aber eigentlich. Also das finde ich jetzt gar nicht so wenig, ehrlich gesagt. Ich frage mich gerade, warum das Licht angegangen ist um 12 Uhr mittags. Aber gut. Erstmal speichern. Was wird hier angenommen? Edelfleisch, glaube ich, ne? Genau, Edelfleisch. Edelfleisch. Was kommt hier? Custard Food in Grillware, okay. Cool gemacht hier, ne? Cool gemacht. Wenn du schon mal hier bist, ne? Könnte ich eigentlich gleich mal gucken, wie es mit den Güllegruben aussieht. Aber da ist nicht... Oh, ja gut. 2000 und 1000 Liter. Lohnt sich noch nicht für uns. Okay. Was ja prinzipiell kein Problem ist. Gewächshaus haben wir gesagt, machen wir oder machen wir nicht? Weiß ich gar nicht mehr. Ne, wir hatten keinen Karton, deswegen. Und für Karton brauchen wir Hackschüssel und Leerpaletten. Verdammt, das hätte ich machen können mit der Leerpalette, ne? Habe ich jetzt vergessen. Okay. Okay, 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 ja. Wir werden jetzt erstmal... Ja, wir werden jetzt erstmal den Dinkel zur Bäckerei bringen. Wir werden dann den Anhänger verkaufen. Aua! Das passt. Der Anhänger passt hier nicht rein.
Der ist einfach zu groß. Das sehe ich jetzt auch ein. Der Anhänger passt hier nicht rein. Das sehe ich jetzt ein. Okay. Da kaufen, da habe ich bestimmt was Besseres mit reingenommen. Was besser passt, meine ich jetzt so, weißt du? So. Alter. Habt ihr die Texturfehler gesehen hier drin? Ist ja schlimm. Okay, den gehen wir jetzt sofort zurück. Das macht so keinen. Ich habe gedacht, der sieht im Shop ein bisschen anders aus. Aber gut, man kann sich auch mal täuschen. Getestet haben wir es. Ich finde ihn nicht gut. Wer den natürlich mag, der kann ihn gerne verwenden, aber für mich ist es erstmal nichts. So, das gibt uns auch wieder so die 6.000 bis 8.000, ne? Ich meine, er sieht groß aus und so weiter, aber tatsächlich. So. Ist das nicht der Verkaufstrigger hier? Ah, das ist der Verkauf. Oh. Warte, 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 warte. Ich mach das. So. Schauen wir erstmal vorne hin. Und zwar hierher. Genau hierher, ja. So. Perfekt. Dann schauen wir mal. Na, guck mal, wie weit ihr wegsteht, ey. Ich möchte den Anhänger haben. Ganz ruhig bleiben. Es ist Wochenende. Nicht aufregen. Bringt ja nix. Aber ich glaube einfach, ich habe ihn falsch hingestellt. Wenn ich ihn da hingestellt hätte, wo ich den Traktor hingestellt hätte, ne, dann wäre es okay gewesen wahrscheinlich. So, der Traktor stand ungefähr hier. So, jetzt aber, ne? Ja, 7.600, damit kann ich arbeiten. Gucken wir gleich mal wegen dem neuen. Ich hätte halt schon gern einen größeren Anhänger, so ein Tandem. Der wäre halt schon schick. So, was haben wir denn hier? Guck mal, der hier. 33.000 Liter ist auf alle Fälle ein Argument. Es wäre ein Tandem, das wäre ganz gut. Metalltech, die habe ich auch mal lang gehabt, die Dinger, ne? Aber da ist halt schon wieder Drehschemel. Das ist halt schon wieder, die habe ich jetzt momentan. Das sind die 6-Tonnen-Kipper, die einmal 6 Tonnen, einmal 8 Tonnen. Das heißt, mit 2 bekomme ich 14 Tonnen weg. Aber das ist halt auch nicht. Der wäre nicht schlecht. Der kostet auch nicht so viel. Aber noch nicht das, wo ich sagen würde, boah, weißt du? Die Frage ist, ob es für den Fliegel noch zu früh ist. Und was ist denn das hier? 14.000 für 12.800. 15.000 für 23. Man muss ein bisschen das Verhältnis sehen, das Ganze, ne? Hier haben wir 19.000. Kann ich den umbestellen? Kann ich nicht. Okay, schade. Ich hätte gedacht, vielleicht kann ich einen Tandem draus machen, aber geht nicht. Der Agroliner ist halt einfach ein Agroliner. Das ist halt, den kannst du nicht gut ändern. Und den kann ich auch nicht ändern. Das heißt, ich muss wirklich einen sauren Apfel beißen und mir den großen holen, ne? Ich meine, der kostet 35.000. Ist eine Menge, Menge Geld. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß es doch nicht. Schwierig. Lass mal noch was anderes gucken. Weil ich jetzt gerade Bock drauf habe. Den Traktoren habe ich ja paar neue Sachen mit reingenommen. Ja, für später, später, später. Ne? Der wäre schon, boah, Eicher, die kleinen Fendt habe ich mit reingenommen. So ein Lamborghini habe ich auch mal mit reingenommen. Finde ich auch cool. Oh, GeForce Game. Geil. So, dann haben wir noch einen kleinen Mr. Ferguson mit reingenommen. Na, das MF-Pack kennen wir. So ein Steyr habe ich mit reingenommen. Gefällt mir auch sehr gut. Dann mit ein bisschen Markenvielfalt. Wald habe ich mit reingenommen, 2 Stück. Weil sich das auch gewünscht wurde, extrem oft. Und Schlüter habe ich eigentlich auch noch mit reingenommen. Wo ist denn der eigentlich? Ah, hier, der Johnny. Zetor, Eicher. Da ist der Schlüter. Der ist vom Mod-Hub, ne? Nur als Info. Also denn, da kann ich nichts für, dass der so ist, wie es ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Eicher, glaube ich, aber kann auch nicht so viel, ne? Der Eicher mit dieser Brücke vorne. Wo war der? Der war ziemlich hinten. 1000 Liter ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Da müssen wir mal gucken. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, aber weiß ich nicht. So ein Akkuliner vielleicht, so ein Mittelding, weißt du? Das wäre auch schon ganz okay. Aber das werden wir heute in der dritten Folge entscheiden, würde ich sagen. Liebe Leute, wir sind erstmal fertig für den Moment. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns heute wieder um ca. 16 Uhr zu einer weiteren Folge hier auf der Klingenbach. Bis später. Macht's gut. Ciao, ciao.